Ich glaube, dieser Planet ist gebuggt. Die restlichen werden wir zur Nahrung machen. Dieses neue europäische Datenschutzgesetz ist echt krass. Habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Boah, das ist ja dann gegessen, sobald du, wie du sagst, du unterschreibst fürs Krankenhaus, oder? Ja, du unterschreibst halt einen Haufen Sachen, damit du eigentlich wahrnimmst, was für Daten unterwegs sind. Und jeder Kunde ist eigentlich dazu verpflichtet, das einfach zu unterschreiben und dann ist das weg. Und dann denkt da auch keiner mehr dran. Du hast ja dein Einverständnis gegeben für allen möglichen Scheiß, obwohl du im Nachgang, sag ich mal, als Otto-Normalverbraucher trotzdem nicht weißt, was mit deinen Daten passiert. Vor allem jeder versucht, Daten zu schützen, dabei ist das totaler Blödsinn. Du kannst deine Person nicht schützen. Von dir werden Profile angelegt an deinem Verhalten und daraus bist du eine Zahl und deshalb ist das datenschutzrechtlich in Ordnung. Jedenfalls, wenn du online unterwegs bist. Man kann mich bestimmt aus deinem Besucherverhalten oder sonst irgendwas von Webseiten und so weiter und so fort ein Profil erstellen, was auf dich wieder zurückzuführen ist. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich wollte nur anmerken, es sind wieder 5 Leute. Ja? Was? Oh nein. Ja, dein Google-Account sagt schon einiges über dich aus. Er trackt sogar, wo du warst, wenn du dich ausschaltest. Über das ganze Jahr. Aber Google macht das ja nicht geheim. Am Ende heißt es ja auch wirklich, jedenfalls war es bei mir letztes Jahr so, erinnerst dich noch, was du letztes Jahr gemacht hast und dann kannst du eine Karte aufrufen und dann siehst du, wann und wo du warst. Ja, das hat er bei mir auch gemacht. Reisetechnisch und solche Geschichten. Ja, warum nicht? Och nee, ne. Jetzt ist meine Flotte in eine andere Flotte geflogen. Was für ein Vollidiot. Die ist tot. Bye bye. Und auf der Arbeit wurde der Schichtplan zensiert. Statt Urlaub, krank, Fortbildung steht er jetzt nur noch abwesend. Wo ich dabei dann wieder denke, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dann, ja. Man muss ja miteinander absprechen, da weiß man auch, wenn jemand krank ist. Da kannst du ja nicht hinsetzen und sagen, oder wirst gefragt, ja, wo ist der und der? Tut mir leid. Ich kann nur sagen, dass er abwesend ist. Wann kommt er wieder?
Tut mir leid, ich kann nur sagen, dass der abwesend ist. Ja, wie Banane ist das denn irgendwann? Um da wirklich korrekt sich zu verhalten. Ich suche den und den. Ja, tut mir leid, ich kann Ihnen keine Auskunft darüber geben, wie er aussieht, weil das würde seine ethnische Gruppe eingrenzen. Wenn ich ihn beschreiben würde. Wir achten da sehr drauf, dass alle gleichgestellt sind. Am besten werden sich da eh die Maschinen verhalten in Zukunft. Nachdem sie die Macht übernommen haben. Sehr wahrscheinlich im Kino anschauen. In Kino muss man doch jetzt Player One gucken. Was? Was? Player One kommt jetzt, also die Premiere, also die Pressevorschauen waren schon letzte Woche. Taylor One, was ist das? Player One ist basierend auf ein Schriftsteller geschriebenes Buch, was halt, sag ich mal, eine Zukunft in der virtuellen Realität wiedergibt. Und da hat jetzt Steven Spielberg seinen Namen für gegeben. Um einen Film zu produzieren. Der soll wohl auch ganz in Ordnung sein. Zukunft der Menschen, fetter, fauler, sterben eher. Nein, es ist nicht Idiocrazy, sondern es ist, es geht um Virtuality und dass sich die Menschen wirklich noch ein bisschen bewegen. Okay, meine Flotten sind fast wieder voll. Ich werde ihn mir angucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino gucken werde. Aha. Hm? Oder auf illegalen Seiten, oder nein, was? Ich meine damit, oder ob ich mir ihn später angucke, wenn er rauskommt. Das war meine Intention mit der Aussage. Ich muss dir echt sagen, ich war schon ewig nicht mehr auf einer illegalen Streaming-Seite. Und das war letztes Mal, ich gebe es zu, ich habe von Brooklyn Nine-Nine die, ich glaube, vierte Staffel angefangen zu gucken auf einer Streaming-Seite, weil es die auf Deutsch noch nicht gab und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Naja, ob jetzt Alexa ist, Angela Merkel hat ja gesagt, wenn man zu etwas Großem gehören will, muss man halt ein wenig, wie sagt man, Verantwortung abgeben können. Und wir machen das. Nee, das hatte das mit der Europäischen Union zu tun. Da sollten sich die Ostblockländer sich doch nicht so anstellen. Man muss halt ein bisschen, genau, Autonomität, glaube ich, hat sie gesagt. Souveränität, was bedeutet, dass ich selbst über mich entscheiden kann? Wow. Also, bei mir hängt es einfach gerade im Gehirn. Ich weiß nicht, was eure Ausrede ist. Macht nichts, Student. Souveränität. Dann ich wurde im Chat angeschrieben. Ist das richtige Wort? Abgeben an eine höhere Instanz. Ist ja, sie hat eigentlich so geredet in diesem Interview, als wenn sie Gott meint. Herr Kelo? Ja? Warum hast du die Föderationsflotte da abgezogen? Weil ich nicht wollte, dass es zerstört. Bitte wieder hinsetzen. Wieso? Weil meine, die goldene, silberne und bronze Armada, die springen gleich ins System rein. Ja. Oh, kannst du eine Flotte nach mir benennen? Klar. Die Jordl-Flotte? Ja, die Jordlische Flotte. Ich nenne sie einfach Idioten. Die würde aber schnell kaputt machen. Ja, eine Flotte besteht nur aus Korvetten. Ja, danke. We have surveyed the system.
Weil theoretisch sollten die Korvetten eigentlich sehr gut sein. Theoretisch war das früher sogar mal so. Weil die eine sehr hohe Ausweichrate haben. Ja, also meine Korvetten sollten eigentlich gar keinen Schaden mehr kriegen. Die haben eine Ausweichchance von 101,1%. Das ist richtig. Ist aber einfach ein Anzeigefehler. Nein, da. Ja, was jetzt? Gerade eben hat er mir nur angezeigt, das sind... Oh, scheiß Flottenmanager, ey. Ah, jetzt. Also, du folgst Gold und du folgst auch Gold. Alle kurz, ich... Jetzt folgt dir die Föderation. Oder nenn ihn das Ende. Ja, das ist nicht das Ende. Das ist der Beginn von einem. Ja, Jordelmon? Ach, ich freue mich schon auf morgen, dann kann ich Surviving Mars selber spielen. Ab 18 Uhr. Beziehungsweise auf heute, ja, auf heute Abend. Our construction is complete. Okay. Nein, nein! Du springst. Vergiss es. Du machst meine Station nicht kaputt. Oh, gute Nacht, Solerius. Gute Nacht, Solerius. Der geht inzwischen immer früher schlafen. Vor allem macht er deine Station gerade kaputt. Ey, komm. Komm schon, komm schon. Halt Stand, halt Stand. Und tschüss. Jetzt Stand. Die Station wird übrigens einfach wieder aufgebaut. Nee, nee. Aber nicht die Verteidigungsplattform. Ja, aber die sind auch kaputt gegangen. Ja, die muss ich neu bauen, dafür muss ich investieren. Aber die Stunde auch kaputt bei der Endkrise. Jorde ist die Quote. Die Station sieht ja mal mega geil aus. Ja, das musst du alles schon gesehen haben. Nee, ich bin noch nicht so weit. Wir sind ja auch nicht so weit. Oh! Das war, glaube ich, keine gute Idee. Schaffst du doch. Ja, die ist tot. Okay. Ja, Verluste. Mal. Du hast noch drei Flotten vor dir. Ja, aber die silberne Flotte hat schon 25% Kapazität verloren. Bei vier Flotten. Wie viele Flotten stehen denn gegen uns? Eins, zwei, drei. Mal hier runter, wir müssen reparieren. Hat einer von euch lebendiges Metall? Ja. Nee, ich nicht. Aber gerade noch eins. Ich hab einen Handel mit irgendjemand. Also du hast eins frei oder ist es nicht frei? Nächste Zeit noch nicht. Später. Ach so, danke Psycho. Ich denk grad so, wo kommt denn die Musik her? Einfach mal. Danke für die Bits. Beschmeiß mich mit den Bits. Da stehst du richtig drauf. Oh, geil ist das.
Tippity, 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 tup. Technology concealed. Gut, Schiffe sind repariert. Kann weitergehen. Scheißt mich mit 31.000 Energiecredits. Kommt ja bei den Handelsdingern ein bisschen Mineral. Du, ich hab bei allen dreien schon, hab ich. Reparier mal den Uptime-Befehl. Hör, der Uptime-Befehl sollte aber funktionieren. Ja, natürlich. Da guckst du, wie du guckst. Boah, ich bin jetzt wieder richtig wach. Jetzt kann ich nachher noch eine Runde Surviving Mars spielen, bevor mein Savegame morgen kaputt geht, weil es gibt noch ein Day-One-Patch. Und da wurde schon darauf hingewiesen, es könnte sein, dass der die Savegames der Presseversion zerstört. Das wäre ärgerlich. Es macht nichts. Ich bin wirklich, ich habe schon ziemlich viel aufgenommen und ich bin eigentlich durch mit meiner Partie. In dem, auf der Karte. Also man kann nichts mehr machen, außer sagen, okay, jetzt versuchen wir einfach mal 100.000 Abonnenten hier reinzumachen. Übrigens, danke Red Fox für die Cheers. Sehr schön, dass mal jemand anders außer Psycho auch mal Cheers auf mich draufschmeißt. Ich finde die zu teuer. Ja, das ist ja auch okay. Du holst dir ja auch Spiele lieber, anstatt Gamescom-Karten, um uns mal zu treffen. Auf ein Event. Ich kaufe die Spiele über deinen MMOGA-Link. Das ja, heißt, du das ist mir scheißegal. Du solltest am besten die gar nicht kaufen und solltest lieber zur Gamescom kommen. Nein, das kann ich nicht. Das hat dieses Jahr einen ganz anderen Grund. Darüber will ich nicht reden. Ja, dann nicht. Vielleicht mal mit Baratu, weil der ziemlich erwachsen ist. Ja, wohin dann? Auf der Gamescom? Der Tippi-Link ist eigentlich im Stream drin. Also unten. Ach, wir müssen das eh hier. Im Moment ist der der Twitch-Aufbau hier. Muss ich nächste Woche mal gucken. Nicht so, wie ich ihn gerade haben will. Aber die Woche ist da keine Zeit für. Um Anpassungen zu machen. Hier ist der Link. Das ist der eigentliche Donation-Link. Glaube ich jedenfalls. Oh, oh. Und ja, der muss Yordle Power heißen. Wer Yordle Power? Hast du nicht deinen eigenen geschickt? Na, ich habe da auf den Link geklickt und einfach nur rüber kopiert. Oh Yordle, ich mach doch nur Spaß. Ist schon zu spät wieder für dich, ne? Nö. Ich habe auch Pepsi getrunken, also ich bin auch hellwach. Pepsi macht mich nicht wach, mich macht der Energy Drink wach. Nee, sowas trinke ich nicht. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auch wie ein Kolibri durchs Haus fliegen. Also wenn ich mal wirklich Energy Drink trinken sollte, dann darfst du nicht streamen, ey. Dann bin ich schlimmer als Robin. Weißt du doch gar nicht, trinkst du doch nicht. Hey, ja, darum ja. Was? Hat sich erledigt. Moment, was macht denn jetzt überhaupt die Entwicklung hier? Okay, noch sieht's gut aus. Noch ist gut. Noch. Kilo, wo ist deine Flotte eigentlich? Die gammelt sich einen ab. Gammelt. Und wartet auf den Titan. Oh, danke für die Hilfe. Ja, bitte. Zumindest von den anderen. Weil mein Föderationspartner, der gammelt einfach mal ein bisschen. Soll ich auch nochmal kommen? Ich muss ja Stecker aufbauen. Ich hab die vier Flotten jetzt nacheinander schon zerstört. Oh, da ist noch eine Flotte. Zwei sogar noch.
Du hast noch zwei vor dir, schon wieder. Alter. Ich kann mich auch in mein System zurückziehen und chillen. Unten ist sogar auch noch die Proof-App drin, oh mein Gott. Hm. Als Link wahrscheinlich. Ja, ah ja, die imperiale App. Ja, mit denen habe ich auch keinen Kontakt mehr gehabt. Our construction is complete. Our construction is complete. Das ist so Gold wert, wenn die Admiräle ihre Schiffe selber reparieren können. We have surveyed the system. Tippi steht unten nicht nur Patreon, aber manchmal gibt es Leute, die spenden noch über den Donation-Link von Tippi. Jedenfalls glaube ich, dass ich sowas mal zwischendurch mitbekommen habe. Schön. Wollt ihr hier? Wie weit geht's? Ey? Hey, was alles geht ab? Party den ganzen Tag. Boah, egal wie viele Flotten ich zerstöre, da kommen immer wieder neue. Kelo? Hört sich ja gut an. Ich wollte noch was sagen, wenn die jetzt in dein System reinfliegen, werde ich einfach mal von hier draußen, so von außerhalb, ein bisschen abchillen. Kelo ist ja inzwischen groß genug, der sollte ja sich selbst verteidigen können. Wenn er schon so viele Sektoren übernehmen kann. Das ist ja einfach. Ja, mit vielen oder wenigen KI-reichen Spielen. Ich mach da die Random-Geschichte rein. Von bis. Oh, gleich. Aber ohne KIs mit Startvorteilen, weil die sacken einfach zu sehr ab. Our construction is complete. Ja, dann komm her. Greif an. Was habt ihr denn für ein Flottenlimit? Zurzeit 620, aber ich habe bei weitem noch nicht in allen Sternbasen die Punkte eingebaut. Flottenlimit? Ich mein, was bedeutet das? Das Limit, oder das Befehlslimit für die Flotte, meine ich. 200. Okay. Da geht's ja nicht. Ich hab 180. Ich hab 190. Ja, Flottenkapazität habe ich nur 200. Du meinst Flottenkapazität für deine Flotte? 250. Nee. Das ist schon beides beantwortet. Die Gesamtkapazität. Ja, meine ich ja. Flottenkapazität hat er doch gerade 250 gesagt, oder? Ja, so viel habe ich. Und dann, aber ich meine auch das andere. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Dann wärst du ja noch Unterentwickler als. Also Flottenkapazität, also wie viel Flotten ich kann, habe ich nur 258. Und wie viel ich in eine Flotte machen kann, ist 180. Komm. Bring es zu Ende.
Aber ich habe auch bis jetzt nur 22 Sternbasen. Hin. Subziel erreicht. Ach so, nee, haben wir nicht. War ja mal irgendwie das Ziel zu sagen, okay, machen wir so 100 Subs, wäre schon bei Twitch ganz cool, aber wir haben ja auch ein bisschen, wir sind ja nicht mehr Dauerstreaming unterwegs, sondern es ist ja nur noch Multiplayer-Streaming hier ohne richtigen Plan. Dann weiß ich auch, warum Leute sagen, vielleicht jetzt gerade nicht abonnieren. Paratur, eine Flotte kommt nicht. Ich weiß, weil die vorgesprungen ist. Dabei sollte sie eigentlich nicht vorspringen. Würde ich ja nicht bei deinem Chillen stören. Ja, jetzt kann auch mal helfen hier. Wer? Du. Da muss ich ja zu dir hinfliegen. Du kannst auch mal helfen, verehrte Föderationspartner. Für die Flotte unterwegs. Tut mir leid, ich komme da nicht mehr hin, weil es sind nur Feinde auf dem Weg. Patreon läuft in Ordnung, benötigt eigentlich auch mal Pflege. Na gut, dann ziehe ich mich wieder zurück. Jetzt habe ich die ganzen Flotten schon zerstört. Ja, ich habe die Flotte vergessen. Ja, du hast so. Sie waren zu sehr mit Chillen auf ihrem Titan beschäftigt. Jetzt hast du unten Tippe gefunden. Ich glaube, es ist hinter dem Bild versteckt. Nein, Tippe ist bei Donation. Okay. Ich habe heute noch gar nicht mein Handyspiel gespielt. Das bedeutet, ich muss eh noch ewig wach sein, um das ab. Um meine ganzen Daddy-Scheiße da drin zu machen. Ach, das ist so schrecklich. Warum spiele ich überhaupt so eine Kacke? Genau, da taucht mitten eine feindliche Flotte auf. Schön! Zwei sogar! Perfekt! Oh, krass. Schönes Suizidkommando hier. Mann, das geht einer echt auf die Sacke. Warum ist sie hinterher gesprungen? Ganz einfach, weil zu dem Zeitpunkt gerade noch keine da war. Okay. So langsam werde ich salzig. Peace. Wo ist dieses... Ey, du dreckiges Konstruktionsschiff, du kommst mir nicht. Weißt du, die silberne Armada ist fast zerstört. Ach so. Es ist zu Ende. Boah, Alter, wo sind die jetzt hin? Doch nicht alles zerstört. Oh, doch, habe ich. Habe ich keinen Anführer mehr? Oder hat der Anführer so viel... Ah, das war das Problem. Bist du aufgewacht? Ja, der erschrickt sich wieder. Jordel, Achtung, hinter dir ist ein Creeper. Oh.
Ach, das ist ein scheiß Planet, ey. Wir sind diese drei verbackten Planeten. Deine Daily-Scheiße ist vor 20 Minuten abgelaufen. Daily-Scheiße? Ah nee, stimmt nicht. Daily-Scheiße geht bis 9 Uhr morgens. Dann wird erst der nächste Tag gestartet. Deshalb. Habt noch ein bisschen Zeit für die Kacke. Gut, dann kommt die zweite Flotte. Du bist doch gar nicht im Krieg. Nee, bin ich auch nicht. Hast du irgendwo bei dir noch Soldaten rumfliegen, Proof, damit du die Planeten hier einnehmen kannst? Oh, damit kommst du jetzt. Brauch er nicht, ich ja. Bild schon aus. Weil ich grad erst gesehen. Weil hier sind halt nur noch Planeten. Und ich hab keinen. Ach komm, drauf geschissen. Kämpfst gegen die ganze Föderation? Ja, warum nicht? Okay. Viel Spaß. Ey, Barato, wollen wir ihn noch mal rückhalten? Nein, sowas ist assi. Ich hätte auch gar keine Sachen. Das ist eine militärische Taktik, aber dennoch. Passt nicht zu mir. Du weißt ja, ihr bombardiert den Planeten, aber ihr nehmt ihn nicht ein, ihr Lappen. Ihr Kolonieschiff, ich krieg zu viel. Ich hab schon 200 vor. Gucken wir mal. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Our construction is complete. Enemy nest taken. Our void hive is under attack. Our void hive is under attack.
Ja, alles cool. Okay, jetzt heißt es sich zusammenlegen. Our construction is complete. Kann ich keine Planeteninvasion machen? Ein Schiff in dieser Flotte kann auf diesem Planeten landen. Ich glaube, das Spiel ist Papa. Ja, wir haben ja ein Desing. Wann? Wo? Na, vorhin. Echt? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Doch, den hast du registriert. Ich hab gesagt, ja, machen wir einfach weiter. Haben wir seitdem nicht schon nochmal neu gestartet? Nein. Nee. Das Neustarten hatten wir, als Kelo neu gestartet hat. Tut mir leid. Achso, wir machen weiter, bis irgendwas Schlimmes passiert, ne? Das hatten wir gesagt, glaube ich. Genau. Ich kann diesen Planeten ja jetzt bombardieren bis zum Abwinken. Da wird nichts passieren, glaube ich. Weil es sind 0 von 14 Leuten auf dem Planeten. Trotzdem wird er mir immer noch als besetzt angezeigt. Ich glaube, das ist so ein Planet, tja, eigentlich tja. Verseucht ist, aber dann doch wieder nicht. Weil das gleiche ist auf dem anderen Planeten, genauso in dem Tiom-System. Ja, das ist ein nice System. In dem. Ja, da bist du ja auch. Die Endflüge zu Ende. Bitte was? Du sollst mal die Endlose zu Ende schicken. Die was zu Ende schicken? Cheaten. Ich soll cheaten? Geht doch nicht. Ja. Multiplayer, kannst du keine Commands eingeben? Dann geh doch kurz einzeln. Richtig, du kannst keine Konsole starten. So ein Blödsinn denn werden. Die können auch nicht landen. Könnten wir dann einfach nochmal neu starten, dass wir die Endgame-Krise hier zu Ende bringen können? Ja.
Würde ich auch gerade sagen. Yay! Ich liebe dieses Spiel. Hä? Rot und Spiele. Schiff gespawnt. Oh, ich hatte ja noch einen Mineralhandel irgendwo laufen. Jo. Nein, es ist noch nicht alles tot. Wir arbeiten aber dran. Ach ja, da war was. Ihr wollt neu starten, ne? Ja. Ja, irgendwie schon. Ach, wundervoll. Wir hatten pausiert, war ich das? Das warst du, ich habe nicht pausiert. Nein, okay. Dann speichere ich eben und dann starte ich mal eben neu. Bam, Partie beendet. Verdammt, ich wollte noch was machen. Boah. Spielstand Thorsten. Passwort Sternchen, 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 Sternchen. Entschuldigung. Thorsten, es ist schon spät. Press 0.34 Uhr. Ich bin schon wieder über 4 Stunden, ey, krass. Das Auswahl laden. So, ihr könnt joinen. Brauchen trotzdem das. Oh, Barato war ja echt schnell. Passwort ist dasselbe wie vorher. War ich auch schnell. Dann will ich das mal zu euch rüberschieben. Gehe, das Tempo, in dem du schiebst. Surr. Ich habe immer noch meinen Energy-Drink leer getrunken. Oh, bist du krass, Mann. Jetzt ist er bestimmt schon warm. Psycho lebt wirklich in der Zukunft mit 0.38 Uhr. Bei mir sind auch 0.35 Uhr. Bei mir ist 36. Du lebst auch in der Zukunft. So, jetzt gucke ich mal eben Kommentare. Sehr schön, eine gute Questreihe. Jemand, der denkt, dass Dr. Proof der einzige YouTuber ist, der nach Perfektion strebt. Wird es eine weitere Staffel Survival Mars geben? Ja. Surviving Mars. Mit der chinesischen Weltraumbehörde. Nee, oder? Entweder mache ich meine eigene Behörde oder... Warum redet der Hund denn auf das Wort Behörde? weiß ich nicht, ob ich es nächste Woche schaffe. Erstmal kommt diese Woche... ich werde noch alle Wunder bauen. Das wollte ich noch machen. Will ich das heute noch schaffe, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Vom Status des Spiels gerade ist es eigentlich entspanntes Obdachlose Wohnungen bauen und Jobs beschaffen. Ey, nicht spoilern hier. Ja, meine Kolonie wird nicht explodieren und nächstes Mal muss ich unbedingt das alles ein bisschen schwieriger machen. Mach
nochmal 5 hin und dann brauchst du ewig lang. Ey, was ist denn das? Ich kann auf dieser Welt nicht landen. Ja, wie gesagt. Falls das kein Feind von dir. Das ist die Endkrise. Ja, das. Eben, wenn ich da jetzt verschwinde, spawnen wieder Kolonieschiffe und dann geht's ab. Wobei. Dann macht er erstmal den Rest kaputt. Da ist ja nichts mehr zum Putt machen. Ja. Sind noch 3 Backen da. Ah, hat jemand noch den Zerstörer? Das könnte man machen. Aber ich habe keinen mehr. Reparatur? Ich habe auch keinen. Aber ich habe eine Idee. Was denn? Bau einfach ein Kolonieschiff. Und dann kolonisierst du den Planeten. Soll ich mal probieren? Aber was anderes fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Nee, das geht. Das geht nicht. Da geht's nur in den Orbit rein. Wir brauchen den Planetenzerstörer. Das ist der einzig logische. Der einzig logische Schluss. Ja. Naja, was anderes ging nicht. Halt, warte mal. Den Planeten nicht auch so eingenommen? Mit dem Planetenzerstörer? Nee. Ich meine, den Planeten hier in dieser kleinen Enklave, den habe ich ja auch. Ja, aber der war Bodentruppen. Anders. Ja, aber guck mal, ich habe keine Bodentruppen eingenommen und habe ihn dennoch dann gehabt. Ja, von jetzt auf gleich, weil es deiner. Ja, aber da. Namen Joker. Red dich nicht raus, lass es mich probieren. Ach, wir können mal die Geschwindigkeit erhöhen. Ich denke schon, warum. Ist das denn hier so am Ablahmen? Ich glaube, du wolltest was ganz anderes sagen. Abgammeln? Das wäre Ab-Pi. Abpümmeln? Genau. Damit habe ich kein Problem, was zu sagen, was mit P anfängt. Penis. Pieres. Paniger. Pfirsichmarmelade. Panal. Banade. Ups. Oh, was hatte ich denn heute für einen Spruch wieder gelesen? Ja, ich kann keinen Planeten bauen. Fällt mir jetzt nicht ein. Feindliche Flotten. Vielleicht fällt er mir nachher wieder ein. Hat aber was mit Anal und mit Vagina zu tun. Immer interessant. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, in der normalen Galaxiekarte noch zu erkennen, ob da ein Planet existiert oder nicht? In der normalen Galaxiekarte? Ich glaube, am besten. Ich glaube, wo Planeten sind, sind meistens auch Raumstationen, aber es ist auch nur dahergesagt. Nee, nee. Du hast keine Möglichkeit zu sehen, ob da ein bewohnter Planet drin ist, den er erobern muss. Nein, aber wenn ich jetzt mit dir Krieg hätte, würde ich das jetzt sehen. Das, wo deine Planeten sind oder Habitate. Wo Planeten sind, ist dieses Zeichen deiner Fraktionen oder so. Die Planeten sind. Nein, das meine ich nicht. Ich meine bei Feinden zum Beispiel. Ja, das sieht man jetzt doch auch. Ja, aber wenn ich das erobert habe, wird das Zeichen der Fraktion ja mit meinem Zeichen überdeckt, wenn ich die Raumstation schon abschieße. Und dann sehe ich ja nicht mehr, ob da ein Planet besetzt ist drin. Und der ist ja Grundlage dafür, dass der Krieg entschieden wird. Verstehst du, was daran absurd ist? Ich kann es dir auch gerade nicht sagen, weil ich gerade im Krieg bin. Du kannst mir das nicht sagen? Wieso?
Weil da oben sind doch voll viele Planeten eingenommen. Ey, das ist dein Problem, ja. Ja, geht nicht viel. So, dann sollte da erstmal Ruhe sein. Da könnt ihr mir nicht mehr in den Rücken fallen. Was fängt mit T an und endet mit Itten? Tiefkühlfritten. Noch ein Verässerungsvorschlag vom Imperator. Oh, ich hasse das, wenn die Flotten von denen die ganze Zeit abhauen. Aber was willst du machen? Der Herr wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Na, Baratur, Platz. Werde ich gleich wissen. Ich weiß schon, dass sie nur... Ach, das mit Anzeigen von eroberten Planeten. Ja, das wäre eine ganz schöne Sache. Das ist gar nichts. Ja, wir brauchen wohl einen Weltenzerstörer. Ja. Ich kann keinen bauen. Auch nicht. Wenn du jetzt schon über Hawkings Tod trauerst im Chat, dann pass mal auf, bis David Hasselhoff stirbt. Ich flieg dann mal nach Hause. Bis die Endgame-Krise sich dann wieder gefangen hat und stärker als jemals zuvor zurückkommt. Das ist ein guter Ansatz. Oh, jetzt hat er da unten wieder was reingeschickt. Die kann keine Flotten mehr bauen. Du kannst keine Flotten mehr bauen? Wir haben noch gar keinen Desink gehabt. Nein, die Endkrise kann keine Flotten. Jetzt haben wir einen Desink. Oh. Alter! Ich geh da überhaupt nicht hier. Magie, hier Magie. Ja, Proof, du musst wohl einen Weltenzerstörer bauen. Oder wir können nie siegen. Warum liegt's an mir, Welten zu zerstören? Ganz einfach, irgendeiner muss der Böse sein. Dabei bin ich voll friedlich. Das glaube ich dir. Das ehemalige Arkta-Reich sieht das bestimmt anders. Ach, das war mal Arkta? Das ist nur Latten. Ja. Ich betone wahr. Die Umbrella Corporation hat sich ja auch wieder aufgebaut, ne? Ich habe vorhin irgendwas gelesen, dass die Umbrella Corporation... Oh mein Gott. Die Umbrella Corporation ist oh mein Gott. Es gab irgendwie einen Bug.
hier in diesem System, dass ich das System nicht hatte, beziehungsweise die Feindflotte konnte mich irgendwie angreifen, was meine Flotte angegriffen hat. Also zurückgeschossen hat. Habe ich gerade gesehen im Sektor, da stand dann einer daneben und hat die ganze Zeit auf meine Schiffe geschossen. Und die standen da halt rum. Es sollte eigentlich nur noch hier oben das Stück fehlen. Ach komm, das will ich auch. Ich will das auch. Und was soll das hier schon wieder? Wo kommt denn die 15.000er Flotte her? Nimm die auseinander von hinten. Pam, 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 pam. Ach, Herr Barathur, wolltest du nicht so ein lebendes Metall haben? Der will schneller Megakonstruktionen bauen. Ach, kann man, geht das mit dem Metall dann schneller? Die Umbrella-Korb? Ja. Nee, ist billiger. 20%. Ach so, ist billiger. Boah, du willst sparen. Willst den billigen China-Beton nehmen. Und man hat täglich weniger. Anstatt den guten deutschen Beton. Das ist der gute deutsche Beton. Der andere ist scheiße. Und warum fliegt jetzt die dämliche Transportflotte vor? Anscheinend. Den total drauf. Den halt immer gerne ganz vorne. Fordert unbesetzte Ansprüche. Ach, jetzt pass mal auf. Ich habe irgendwo bestimmt einen Anspruch noch. Auf irgendwas, was ich gar nicht haben will. Oh, sie haben ganz viele Kolonieschiffe gebaut. Ja, solange sie diese Planeten halt noch haben, können sie das ja kriegen. Ja, aber das ist relativ egal. Das sagt ihr ganz ehrlich, das ist mir gerade wurscht. Sie können auch nichts anderes mehr machen. Sie können nichts kolonisieren, weil hier nichts gibt. Und sie können auch keine Flotte oder Konstruktionsschiffe bauen. Tja, müssen wir wohl nochmal kurz hier hin. Weil ich glaube, das ist das Problem. Weil ich einen Anspruch auf diese dämliche... Also diese beiden Kolonien habe.